Willkommen zurück zu... Ich habe vergessen, wie das Pack heißt. Nein, natürlich nicht. Willkommen zu Enigmatica 2 Expert. Wir waren letztes Mal dabei, mit unserer tollen Upgrade Pickaxe, hier wieder runter zu gehen. Wir sind übrigens in der dritten Folge, falls sich jemand fragen sollte. Nicht, wir sind in der vierten Folge. Was ist denn los heute? Um Gottes Willen. So startet man doch keine Serie. Wir buddeln uns jetzt so ein bisschen tiefer, damit wir gucken können, ob wir eventuell Zertusquarz finden. Ich hoffe, dass diese Pickaxe jetzt ein bisschen länger durchhält. Das wäre natürlich schon ein Träumchen. Und wir kriegen reichlich Erfahrung. Okay. Erhöht sich dadurch wenigstens ein bisschen die Durability? Nö. Einfach. Ich bin zwar jetzt hier voll High-End und so mit der, aber es ist völlig egal. Hauptsache schön weiter Material rausblasen. Ja, ganz wichtig. So, Eisen können wir ja wie gesagt immer noch nicht abbauen. Wir müssen jetzt auf ein Level gehen, wo wir Zertus finden. Ich mache das mit Absicht so groß, damit wir zwischendurch eventuell Farmebenen aufziehen können. Und dann ist es ein bisschen angenehmer, wenn wir wissen, wo unser Haupttunnel ist. Nicht, dass wir dann nachher dastehen und uns doof suchen. Ja, das wird also heute wahrscheinlich eine sehr farmintensive Folge. Außer ich stoße jetzt gleich auf eine große Höhle, dann wird es wahrscheinlich eine sehr nach Hause laufintensive Folge werden. Oh, Mensch, ist ja quasi, das ist ja wie geplant. So, Zertusquarz. Und ich kann Aluminium, kann ich auch abbauen. Sehr gut. So, bauen wir hier noch Aluminium ab. Flip. Bauen wir hier ein Kerzchen rein, damit hier nichts passiert. Jetzt habe ich das nächste Level erreicht. Und jetzt kann ich mir aussuchen, ob ich einen Kupferhammer haben möchte von Thermal Foundation. Ich weiß gar nicht, wofür ich den brauche. Mal gucken. Torches oder einen Bogen? Ich möchte keinen Bogen. Deswegen komme ich ran. Ich möchte den Kupferhammer. So. Was kann ich damit machen? Nix. Oh, doch, Tatsache. Ich kann damit Tatsache abbauen. Bin ja begeistert. Das heißt, ich kann jetzt quasi den hier machen. Tatsache. Okay. Gefällt mir. Kann man mal machen. Aber müssen wir natürlich auch wieder mit Kupfer reparieren. Ich weiß gar nicht, ob wir an genug Material für sowas rankommen. Dementsprechend werde ich jetzt erstmal weitergehen. Ich denke mal, wir müssen jetzt auf die nächste Farmebene, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt müssen wir Eisen abbauen. Und dafür brauchen wir, glaube ich, Zertus. Ich weiß nicht, können wir jetzt einfach, müssen wir das schmelzen? Oder? Wir gucken uns mal an. Ich bin ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt unsere Pickaxe schon wieder upgraden, weil Zertus Quarz kann ich nicht reparieren. Ich meine, ich sehe direkt Eisen, dementsprechend sollten wir relativ schnell auf Eisen kommen und Eisen ist dann natürlich wieder alles einfacher. Aber wir können halt auch noch keine dauerhaften Formen machen. Das ist alles ein bisschen schwieriger. So. Aber Aluminium habe ich ja schon und ich glaube, Aluminium und Kupfer zusammen müsste auch was ergeben, wenn ich mich recht entsinne. Ah, guck mal gleich. Erstmal kann ich jetzt einfach hier rangehen und kann ein Pickaxe-Head aus Zertus machen. Ja. Für 6 Stück. Ne, für 2 Stück. Okay. So. Okay. Das heißt, ich baue jetzt meine Pickaxe schon wieder um auf Zertus Quarz. Damit haben wir 114 Haltbarkeit. Wow. Wow. Ich bin begeistert. Das ist eine. Ja, ich sehe es auch so. Das sieht nicht aus wie eine Pickaxe. So, aber wir können hier. Eisen. Sehr gut. Und hier auch Eisen. Oh. Das war total schlau von mir. Ich bin sowas von begeistert, von mir selber daneben gehauen zu haben beim Vein Mine. Ja, sehr schön. Okay, so. Der Vorteil ist, wir müssen halt nicht diese Kits jetzt unbedingt machen. Ich glaube, ich nehme irgendwann einfach eine Toolstation mit. Und das ist die Sache, alle, hier muss ich diese Schärfkits die ganze Zeit mit mir rumtragen. Wir können einfach die Pickaxe jetzt hier reinlegen. Können einen Zertusquarz dazu packen und dann ist die Sache erledigt. Ist ja nicht so wild. Ein bisschen mehr Eisen hätte ich nämlich schon ganz gerne, bevor ich jetzt wieder hochkomme und dann das Ganze nochmal für Eisen mache. Ich meine, wir können uns auch 16 Folgen nur damit auseinandersetzen, wie wir unsere Pickaxe upgraden. Aber ich glaube nicht, dass ihr das sonderlich spannend finden würdet. Obwohl, man weiß es nicht. Man munkelt. So,
Gehen wir jetzt hier noch ein Stückchen nach unten? Solange die Pickaxe noch Haltbarkeit hat, ich würde sagen, ja. Schlüpp. Wo gehe ich jetzt hier? So. Oh. Na dann. Go for it. Oh, das ist Kohle. Oh, das ist gut. Das ist gut. Kohle nehme ich immer gerne mit. So, nur mal gucken. Wie viel. Boah. Das ist Redstone? Nein, das ist Kupfer. Okay. Kupfer ist auch gut. Kohle ist natürlich. Buh, ja. Okay. Kupfer. Ich habe gerade die Befürchtung, dass wir hier wahrscheinlich. Okay, müssen wir mal ein bisschen abdecken hier. Ember! Ah, kann ich noch nicht abbauen. Verdammt. Aber Surtis kann ich noch abbauen. Und das ist gar nicht so wenig gewesen. Sehr gut. Dann machen wir hier mal ein Licht rein und hier mal ein Licht rein. Und dann müssen wir gucken, wie wir hier wieder hochkommen, weil das ist ja ein bisschen tief. Chuck, 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 chuck. So. Okay. Und oben geht das Licht. Aber wir haben einiges an Eisen. Oh, da ist noch mehr Eisen. Komm schon. Gib mir das Eisen. Gib mir. Und hier ist noch mehr Kupfer. Die wollen uns hier quasi festhalten. Ich merke das schon. Ne? Bis es schön dunkel draußen ist, damit wir den Monstern in die Arme fallen. Das ist der Trick dabei. Bin ich mir ziemlich sicher. Komm, schneller. Ab ins Bett. Flop. So. Nix mit Monsters nearby und so. Hier, so eine Tricks mag ich ja gar nicht. Okay, wir haben Eisen. Was ist hier noch? Hier ist noch Clay drin. Wie können wir Plate. Nee. Casting. Ich weiß es nicht. Wie stellen wir den Alumite her? Alumite. Rezepi. Ja, okay. Nee, ich möchte es gerne im Smelter herstellen. Und zwar, wenn es geht. Ach, Alloy hier. Aluminium, Eisen und Obsidian. Das ist natürlich blöd. Obwohl, ich könnte Wasser und Lava reinkippen. Ich würde halt gerne für meine Pickaxe schon mal, oder wenigstens so ein Standard-Cast haben, ne? Okay, ein Obsidian. Ich guck mal kurz, wenn wir jetzt zwei Eimer nehmen. Also ich habe ja, Lava müsste ich drin haben, ne? Ja. Wenn wir zwei Eimer Wasser nehmen. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. So, eins, zwei. Dann kippen wir das Wasser und die Lava da rein in die Smeltery. Ich hoffe, das funktioniert. Versuch ist es wert. So, Eimer, Eimer. Okay. So, theoretisch müsste ich jetzt hier rüber. Müsste sich eigentlich. Okay. Hat richtig gut funktioniert. Nicht. Mischt sich nicht. Okay. Obsidian. Molten Obsidian. Oh, es gibt nur Molten Obsidian. Refined Obsidian. Da, Molten Obsidian. In das 650 Grad. Okay, dafür ist also unser Fuel zu schwach. Das ist natürlich richtig gut. Okay, das hat uns da mal so gar nichts gebracht. So, dann machen wir kurz das Lava nach unten und. Oh nein, kann ich das nicht mehr ausschöpfen?
Sehr doof. Ja, jetzt haben wir Lava und Wasser in unserer Smeltery. Vielleicht muss ich da mal den Grundstein ausreißen oder so. Egal, funktioniert nicht. Okay. Schade, aber passiert. So, das heißt, wir müssen Obsidian kriegen und um Obsidian abzubauen. Ja, ich glaube mit Alumite, das wird noch ein bisschen dauern. Wäre mal so spontan meine Idee. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal ein Axtkopf aus Stein. Der muss dann hier eine Runde, also bitte Clay nach unten. Vor allem füllt es jetzt voll viel Platz da in meiner Smeltery, das nervt mich ein bisschen. So, dann schmelzen wir mal ein bisschen Eisen. Ich glaube sowieso, das ist ziemlich egal. Ich kann, glaube ich, das auch hier machen, weil wir es eh, es wird eh nicht ge, also das wird nicht verdoppelt in der Schmelze. Hat der extra so gemacht, damit man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man den ganzen Mist normal schmilzt. Das bringt auf jeden Fall nichts. Also egal, wo man es hinpackt. Ich habe ja hier zwei reingeschmissen, sechs reingeschmissen. Sechs Stück, okay. Warum so viel? Eigentlich reichen mir zwei. So. Nur, dass ihr es seht. Ja, komm. So. Zwei Ingots. Also, das ändert sich quasi dadurch nicht. Das, man gewinnt nichts. Na, und die zwei Ingots gehen jetzt raus hier. Und dann haben wir einen eisernen Axtkopf. Klack, perfekt. Den basteln wir uns jetzt auf unsere Pickaxe. Schon zum 100. Mal jetzt geupgradet. Na gut, schlecht ist das nicht. Oh. Oh. Ich muss es vorher reparieren. Schön. Okay. Wir kriegen jetzt... Durability geht jetzt runter. Mining Speed geht rauf. Okay. Das finde ich ja gar nicht witzig. 86er Durability wieder. Aber an Eisen kommen wir halt ein bisschen leichter ran als an Zertus. Schmilzt nämlich schön alles ein. Dann würde ich sagen, bauen wir uns eine Toolstation, ne? Für unterwegs. Check, check, check. Check. Und ein Template, bitte. Danke. So. Dann können wir unterwegs reparieren, nehmen wir einfach Eisenbahn, wenn er fertig ist. Dann ist gut. So, du kommst weg. Was essen wäre vielleicht... Oh, brauchen wir noch gar nicht, okay. Viel zu viel Stein schon. Weiß schon jetzt gar nicht mehr, wohin. Klack. Das kann hier rein noch. So, Kupfer brauchen wir ja mittlerweile nicht mehr. Wir müssen nur gucken, ob wir die anderen Werkzeuge alsbald dann auch mal upgraden. Flint Sharpening Kit nehme ich mal noch mit. Du kannst eigentlich hier bleiben. Die können gleich in die andere Hand. Kohle. Nehme ich mal 8 Stück mit. Und dementsprechend auch Sticks. So. Okay, dann haben wir die. Haben wir was zum Buddeln. Haben unseren Hammer, auch wenn ich keine Ahnung habe, ob wir den wirklich benutzen werden. Du kommst weg. Reparaturkit. Okay. So. Ja, dann gucken wir mal ins Buch, ne, bevor wir jetzt hier weitermachen. Eisen haben wir erledigt. Habe ich aber noch nicht geclaimed. Juhu, ein Lava Bucket. Und jetzt können wir... Ach, wie geil ist das denn? Cooking for Blockheads. Cool. Okay, vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal damit auseinandersetzen. Das ist ja was richtig Witziges. Ansonsten brauchen wir Blei. Zwischen Y... 10 und 45. Wir können also Silber und Blei nehmen. Und dafür gibt es dann Bronze, Eisen, Bronze natürlich in dem Fall, Eisen oder Seal Bricks. Aber Cooking for Blockheads ist natürlich richtig cool. Ja, das ist das Problem jetzt hier. Jedes Mal setze mir eine Fackel, wenn ich irgendwas gucken will. Wir müssen mal gucken. Also hier generell, ne, müssen wir schauen, das sind die Gates, um nachher auf Bragging Rights zu kommen. Momentan, wenn man sich das mal anguckt hier,
kommen wir quasi noch nirgends hin, weil die noch alle noch nicht freigeschaltet sind. Getting Started, kommen wir langsam voran. Ich meine, bis wir hier sind, ne, wenn man sich das mal anguckt, hier sind wir bei Harvest Level 14. Das ist schon heftig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, nee, wir kommen leider nicht rein. So, wir können halt gucken, also Industrial Craft, ich glaube, bis jetzt ist noch nichts wirklich großartig freigeschaltet. Dann können wir uns eigentlich auch mal Cooking for Blockheads angucken. Multiblock-Küche. Okay. Also wir brauchen, ich kann mal gucken, was es gibt. Ein Kühlschrank, Counter, Ofen, Cooking Table und Tool Rack. Ich wollte eigentlich Add, aber er mag kein Add. Warum gibt er mir jetzt kein Add? Will er mich verarschen? Ah. Sehr gut. So. Also wir brauchen so eine Sache hier. Und dafür brauchen wir Terracotta. Okay. Okay. Dafür brauche ich Diamanten. Wie soll ich denn da rankommen? Gut. Wir schauen erstmal. Ich brauche ein normales Buch. Normales Buch. Vielleicht. Wir wandern mal ein Stück. Bevor ich jetzt weiter unten rumgehe, gucken wir uns mal in der Umgebung. Vielleicht haben wir ja Glück. Und also, ich wollte eigentlich nicht nur so eine Dungeons da haben. Aber vielleicht haben wir Glück und finden irgendwo ein Dorf oder so. Obwohl ich aktuell eher glaube, dass wir hier nur aufs offene Meer hinausgehen. Die Insel da drüben finde ich übrigens extrem spannend. Bei Zeit müssen wir uns mal ein Bötchen bauen. Oh, das ist ein Witz, oder? Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass es bald Nacht ist. Das ist gar nicht gut. Ja, ganz toll. Ja, wir sollen uns vielleicht mal mit den Gates auseinandersetzen. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, weil wir müssen ja dann von da aus immer weiterkommen. Ich habe ein Skelett gehört. Ich habe mehrere Skelette gehört. Ich habe ein bisschen Zombie. Was der einfach aushält. Meine Güte. So, jetzt schnell ins Bett. Schlafen, dass uns der Rest hier wegbrennt. Ringsrum. Das ist, glaube ich, die erste Nacht, wo es eine richtige Bedrohung gab. Oh. Ach, die Ziege ist hier immer noch drin. Wo sind denn die Skellies jetzt hier? Ha. Huh. Ich habe doch gerade Skelette gesehen. Ist doof. Egal. Ja, ich gehe jetzt nochmal gleich kurz in das Buch, weil ich, oh Gott, ich sehe einen Enderman. Ah, vorbei. Und ich sehe einen richtig geilen Zombie da. Ich möchte deine Rüstung, Zombie. Komm her. Gib mir deine Rüstung. Er hat mir da irgendwas, hat er mir doch gedroppt. Ah, oh, das war eine Kartoffel. Eine Kartoffel, toll. Okay, so. Ja, wir müssen jetzt mal kurz ins Buch gucken. In das Buch. Also, ich denke mal, dass das hier... Oh, dass das hier schon eine erweiterte ist, aber da müssen wir auf jeden Fall hin. Dafür brauchen wir, wie gesagt, Terrakotta und Diamanten. Um Diamanten abzubauen, müssen wir allerdings noch ein bisschen weiterarbeiten. Das heißt, wir müssen hier rüber farmen. Der Scanner, wir können ja mal gucken, was der Scanner kostet. Nur mal so rein informativ. Da ist der Scanner. Gold, Nether Quartz, okay. Redstone, Iron Bars und Iron. Und dann... Ah, okay, kann man scannen. Der ist bestimmt auch relativ spannend, weil, also den Mod kenne ich per se gar nicht, aber man kann wohl weitergehen. So, komme ich jetzt hier irgendwo ran? Nee. Sie sind also alle noch verschlossen, sehe ich das richtig? Okay, ich gehe jetzt einmal kurz durch, nur mal so testweise, ob ich irgendwas schon frei habe, irgendwas Rotes, irgendwas, wo ich gucken kann.
Oh, Blood Magic, nice. Das erinnert mich so ein bisschen an alte Zeiten. Oh Gott, wir haben Advanced Rocketry hier drin. Ich krieg Angst. Ender IO, Draconic Evolution und Bragging Rights. Okay. Für Bragging Rights, ne? Wow, das wird lustig. Also, wir müssen hier weitermachen und wir werden wahrscheinlich tatsächlich noch diesem Weg hier folgen müssen und auch Cooking for Blockhead sollten wir vielleicht machen. Ich glaube aber, wir müssen erstmal dahin kommen, dass wir überhaupt Diamanten haben können. Das wird also noch lustig. Oder wir suchen uns mal ein bisschen in der Umgebung, gucken uns um und schauen, ob wir eventuell ein Dorf finden oder so. Aber für die vierte Folge soll es das auch erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Kommentar da, gerne auch ein Like und verteilt es weiter hier ganz brav. Vielleicht habe ich eine Chance, dass es doch mal ein, zwei Leute mehr sehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.